Die Kniebeuge im schulterweiten Stand. Häufigster Fehler, zu schnelle exzentrische Bewegung nach unten. Mit Umkehrschwung, das heißt ohne anzuhalten, gleich wieder nach oben. Dazu zu starke Kippung der Füße nach innen oder die Fersen heben ab oder die Knie werden zu stark nach außen gedreht. Die schulterweite Kniebeuge wird korrekt ausgeführt, indem man langsam runter geht, am tiefsten Punkt kurz anhält und dann wieder kontrolliert nach oben geht. Langsam runter ohne Umkehrschwung, kurz anhalten, wieder nach oben. Immer darauf achten, dass der Rücken gerade ist, Brust raus, Schulter nach hinten und während der konzentrischen Phase nach oben ausatmen.